Die neue Funktion Reparaturprognose bietet Ihnen die Möglichkeit, das Kurztestergebnis in Echtzeit zu analysieren und ein Prognoseergebnis in Xentry Diagnostics anzeigen zu lassen. Ein Eingangstest ist immer die Basis für die Berechnung der Prognoseergebnisse. Eine stabile Internetverbindung des Xentry Diagnosis Tabs ist außerdem Grundvoraussetzung. Somit wird im Hintergrund automatisch die Prognose ermittelt. Die Kurztestergebnisse können Sie wie gewohnt filtern. Mit einem Klick auf F plus F sehen Sie, ob Prognoseergebnisse vorliegen. Sind Reparaturvorschläge vorhanden, leuchtet die Glühbirne. Und die Ergebnisse stehen zum Abruf bereit. Die Prognose liefert hierbei bis zu 3 mögliche Fehlerursachen, inklusive Schadensschlüssel, Arbeitsposition und Teilenummer. Prüfen Sie die Vorschläge der Reparaturprognose, bevor Sie mit der Reparatur oder einem Teiletausch beginnen. Bei den Ergebnissen handelt es sich ausdrücklich um Vorschläge. In unserem Fall war ein verschmutzter Luftfilter der Übeltäter. Die Prognose war also richtig. Haben Ihnen die Hinweise geholfen? Die Bewertung der einzelnen Vorschläge funktioniert intuitiv und blitzschnell. Die Daten werden bereits nach jedem Klick im Hintergrund an die Datenbank verschickt und können somit andere Nutzer bei der Fehlersuche unterstützen.